Hallo unsere Leute, ich muss den Chris retten unten. Die Tür hat folgenden Trick. Das sind geheime Knöpfe über der Tür. Die Steinblöcke passen sich nur dem Block an, an den ich sie gelegt habe, nämlich dem daneben. Und so sind das eigentlich nur geheime, versteckte Knöpfe. Und die Türen sind versteckte Türen, die habe ich aber auf Goldblöcke gestellt, so werden sie zu Goldtüren. Ja, richtig. Das ist cool. Alles klar. Habe ich mir's gemerkt. Sehr gut. Hab ich noch etwas Deswegen habe ich mir nämlich eben hier schon das kleine Loch in die Decke gemacht, damit ich einfach wieder schneller rauskomme. Oh, sorry. Das war so nicht geplant. Ja, nee, kein Problem. Aber lernt ja. Sakura. Oh, so. Mal erst ein Sakura auffüllen. Jetzt gucke ich mir erstmal deinen Boden an. Oh ja, das hat aber was. Das sieht cool. Richtig edel aus, finde ich. Ja, das stimmt. So, jetzt kommt aber so ein Farbklecks, nämlich in die Ecke. Jetzt die Frage, nehme ich Holzbretter davon? Oh mein Gott, ist das grell. Das ist schon wieder anderes Holz, Mist. What the fuck, wie sieht das denn aus? Was hast du da bitte für eine Farbe? Was ist das? Das ist dieses explodierende Holz. Okay. Wann explodiert das eigentlich? Ich hoffe, explodiert das ja auch? Nein! Oh, das Verarbeitete explodiert nicht mehr. Schade, aber das ist eine coole Farbe. So ein Mintgrün ist das bei mir hier. Ja, hier bei mir ist es ja so Mintgrün mit blauen Akzenten. Okay. Ja, das sieht auf jeden Fall cool aus. Richtiges Mintgrün habe ich noch. Warte, ich habe es glaube ich sogar mit hochgebracht. Also Mintgrün in meinem Technik. Wahrscheinlich bei mir nicht. Ich guck mal. Warte, ich baue dir direkt auf. Oh nee, das ist nicht das Grüne. Das ist ein grünes, aber nicht das Mintgrüne. Okay, bei mir ist das weiß. Ernsthaft? Ja. Wow. Das sieht aus wie Sandstein bei mir. Das ist Mintgrün. Das ist bei mir gelb. Okay, du musst eindeutig das Texturenpaket mal kriegen, weil dann wird das, was du hier was du in deinem Zimmer siehst, auch ganz anders aussehen. Ja, da bin ich sicher. Oh mein Gott. Das ist mega lustig. Ich freue mich schon, wenn du das nächste Mal da bist und dann einfach alles siehst, wie das wirklich in Wirklichkeit aussieht. Weißt du, was traurig ist? Wir haben keine Wolle. Wir haben keine Schafe. Ich habe mir gerade mal so viel Wolle zusammenkloppen können am Anfang, dass ich für ein Bett unten was hatte. Okay. Das ist eigentlich schon ein bisschen traurig. In der Tat. Können die auf Schaffarben gehen? Da brauchen wir aber, glaube ich, eine Weile für, bis wir. Also, ja, wir müssen die ja hier noch hinholen, das ist es ja dann. Ja, eben. Wir müssen erstmal ein paar Schafe zusammentreiben und dann. So. Ich brauche Glas. Jetzt kommt noch. Jetzt wird's lustig. Jetzt kommt noch Glas. Bisschen mein Adler. Ich bin mir gerade nicht schlüssig, ob ich die Decke nicht noch eine Etage höher machen soll. Irgendwie ist das ein bisschen niedrig. Ja, ich würde es an deiner Stelle machen. Mein Zimmer wird auch ein bisschen höher. Ja, außerdem wollte ich eigentlich noch. Ja, ich mach das jetzt auch. Ja, okay. Scheiß drauf. Es wird sowieso nachher unsynchron alles. Das ist aber auch nicht schlimm. Ja. Das ist so ein bisschen so gewollt von mir. Weil ich find's cool, wenn einfach alles so sich einfach irgendwie entwickelt. Und es muss ja nicht. Ja. Es muss nicht alles aufeinander abgestimmt sein. Das ist einfach. Es ist Minecraft. Das ist jetzt nicht so, dass wir einen Designwettbewerb damit gewinnen. Oh, Alter! Oh, man kommt ins Lager rein. Oh mein Gott, die Decke, sie ist so weiß. Ich sehe ein Licht am Ende des Tunnels. Okay, also ich glaube, ich muss das Texture Pack gleich noch installieren oder so. Ja. Einfach nur, um das mal kurz zu sehen. Ich kann es dir ja schicken, währenddem wir eine Runde LOL spielen und dann nehmen wir nachher einfach noch eine Folge auf oder so, nachdem wir LOL gespielt haben. Irgend sowas, ja. Dann machen wir das so. Ich wollte aber. Da sind Glasscheiben. Brauchst du auch Glasscheiben? Ja, definitiv. Dann bringe ich das komplette Glas mal mit und lege am besten direkt mal so ein. Ja, wenn ich jetzt Platz im Inventar hätte. Raus. Ich würde gerade sagen, dann lege ich mal ein. Warte mal, ich muss mal so unnötige Sachen wie das Spinnenauge aus dem Inventar rauskloppen und die. Ach so, dicke Weg. Weil, geht das erst in den neueren oder geht das in dem auch schon, dass man aus. Was denn? Spinnenauge mit? Nein, oh, aus Dings. Ja! Oh mein Gott, wir haben Wolle. Cool. Man kann ja aus Spinnen, also aus Fäden. Aus den Fäden. Genau.
Ich weiß nicht, ich wusste es nicht, ob es in dem Hexit in der. Es ist ja auch nur. Ist ja eine ältere Minecraft-Form, wo die das da draufgepackt haben. Ja. Und, eine Rackkoppel. Genau, und deswegen war ich mir jetzt nicht sicher, ob das so funktioniert. Aber Glück gehabt. Oh nein, nicht weißen Cobblestone? Oh mein Gott, ich hab ja noch. Ich sag, die Öfen sind voller Holzkohle, weil ich letzte Mal einfach auch schon zu viel Holz hatte von ein paar Holzarten und einfach die schon wieder in den Ofen geworfen habe, damit die brennen. Einfach die ganze Zeit zu viel von irgendwas an Holz. Das Ding ist, wenn du einmal Holz deinen Baum abklopfst oder so, dann sieht das mega krass aus. Das ist mega krass viel. Ich pack einfach mal ein Stack Glas und ein Stack Glasscheiben schon mal rein. Die kannst du ja notfalls noch weiter verbauen. Ich will jetzt nicht ganz so viel mit, aber ich brauche auch nicht so viel, das weiß ich ja jetzt schon. Ich bin mir noch nicht schlüssig. Nee, das ist noch. Ich glaube, ich muss noch eine Etage mehr machen. Das ist uns Panne. Ich muss, glaube ich, auch noch eine Etage. Das ist wirklich ein bisschen bescheuert gerade. Ja, dann sieht das nämlich bei mir auch Panne aus. Ich wollte nämlich jetzt logischerweise auf die Etage darüber nicht nochmal eine andere Farbe für den Boden nehmen, sondern denselben wieder unten. Und da das ein ganzer Block ist, dann muss ich das quasi nochmal erhöhen. Ja, ich habe vergessen, dass ich ja dann im Endeffekt die Deckenhöhe anpassen muss an das, wo mein Bett ist. Und das Bett sollte nicht nur zwei Deckenhöhe über sich haben. Ja, nee, das ist auch blöd, stimmt. So. Nicht, dass du dir den Kopf stößt, wenn du aufstehst. Richtig. Oh nein, ich habe keine Connected Textures. Ach mein Gott, ich brauche Optifine. Leute, ich brauche Optifine. Dann mach mal. Ja. Letztes Mal, als ich das hatte, habe ich die Schafe nicht mehr erkennen können. Okay. Wow, das hat sogar gelegt. So, das sieht doch eigentlich schon mal ganz cool aus. Dann kommt da jetzt noch ein Bett drauf. Ich habe ja mittlerweile Wolle. Ich habe immer überlegt und dachte mir so, nee, das kam erst später. Jetzt habe ich gerade kurz überlegt, wo ist diese gottverdammte Dings hin? Was Lustige ist, guck mal, ich mache dir mal eine Werkbank. Ja, vielleicht mal eine Schaufel oder sowas. Guck mal, hier ist eine Werkbank in weiß. Ey, wie passend! Ja, ich habe extra Ghostboot noch im Inventar gehabt dafür. Ich wusste gar nicht, dass sich das auch auf die Werkbank auswirkt. Ja, in Hexit schon. Also da ist ja auch extra ein Crafting-Table-Dings drin. Zack, ich wollte gerade sagen, ich baue dir mal eben schnell ein Bett mit, aber ich habe gerade nicht genug Holz umgewandelt. Willst du ein Doppelbett oder willst du ein einfaches? Ich werde mir wahrscheinlich ein Doppelbett bauen. Ja, ich überlege. Wie breit ist ein Doppelbett? 4? Naja, das heißt Doppelbett im Sinne von, du musst zwei normale Betten nebeneinander bauen. Ach so, ja, dann mach mir einfach mal zwei. Ich kann mir auch überlegen. Nee, klar. Was mache ich denn da? Zu schnell geklickt. Nein. Oh mein Gott, jetzt habe ich zu viele Betten. Da ist schon mal ein Bett. Cool. Oh mein Gott, jetzt doch nicht mehr. Da ist noch ein Bett. So. Bleib hier Bett. Danke. Bleib hier Bett. Ja, das sah so aus, als ob das wegläuft. Ich will nicht gerade, wie ich mein Bett hinstelle. Nee, es darf schon so. So und so. Das wäre mal eine coole Mod. Bettenverbreiterung, dass es wirklich so ein Bett ist. Das wäre eine coole Mod. Alter, guck dir jetzt mal meine Ecke hier an. Das sieht mega lustig aus. Das ist schon irgendwie edel, weil der Ausblick da so direkt Richtung die Bäume und aufs Wasser. Das ist cool. Ja, finde ich auch. Ach, gefällt mir gut. Mir auch. Nämlich, ich ziehe dann bei dir ein. Das dachte ich mir. Wir können ja auch eine WG aufmachen. Ne? Oh ja, das hört sich lustig an. So. Oh mein Gott, nein, Looting-Item. Ich habe vor allem noch schwarzen Cobblestone hier. Den haben wir irgendwann mal in der Mining-Session, das ist auch schon ewig her, von ganz weit unten geholt. Okay. Und der ist einfach mega krass, weil der einfach komplett schwarz ist. So, hier muss jetzt normaler Cobble hin. Hab ich mir auch was ausgesucht, direkt an dem scheiß Turm mir das hier dran zu bauen, ey. Nee, geht. Was mache ich denn hier?
So, so, so. Oh, ich hab keinen. Nein! Ja, ich hab dir auch extra ein Elektrik-Stuff gegeben, damit du schneller nach unten kommst. Es ist einfach viel praktischer, wenn man hier mal durchs Haus flitzen muss. Ach so, meinst du? Den ja. Sollte man natürlich, du solltest dir nicht dauerhaft rechtsklicken machen, sondern auch diese Flugphase aus, das Gleiten auch ausnutzen. Mhm. Wenn deiner leer sein sollte, muss ich mal in meinen Taschen danach gucken von den Dings. Aber noch, er hat noch über die Hälfte, locker über die Hälfte. Wo war denn? Und hab ich jetzt alles weißes Holz? Muss ich jetzt neues holen gehen? Kann das sein? Ja, ich habe so die Befürchtung. Ich weiß nicht, ob ich genug Basaltstein habe, aber. Wo war das Holz? Zum Farmen? Da, diese ganzen Bäume direkt hier in der Nähe sind. Muss halt nur wieder nachpflanzen. Okay. Guck mir das mal an. Das Holz, was du da hattest, das war hinten links, das weiß ich noch. Okay. Oh, es wird richtig eng mit meinem schwarzen Cobblestone. Ich glaube, das ist das hier. Wo oben weiße müsste das sein, oder? Ach so, das mit dem weißen Laub. Das ist das. Ja, das ist das. Ja, ist es auch. Zack, 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 zack. Muss ich jetzt auch hier genauso die Blätter abreißen, oder? Die müssten mit von alleine abfallen. Okay, gut. Reicht dann, wenn ich die Samen mal wieder einpflanze an den Stellen? Einfach komplett den Boden wieder auslegen. Okay. Dann passt das schon. Ach, ich glaube, das reicht schon jetzt fast. Ich habe nur so 3 oder 4 Bäume abgeholzt, aber... Also Blöcke, nicht mal Bäume. Bullshit. Ja, wenn die nicht direkt... Also wenn die komplett alle nebeneinander sind, dann kannst du die in einem Stück abreißen. Ja, ne? Das habe ich gerade gemerkt. Das ist mega krass. Ich hatte mich auf so auf einmal von nichts auf gleich 47 Holz und ich glaube noch mehr. Ja, komm, dann machen wir noch ein bisschen. Nee, jetzt bin ich einmal hier. Das sieht so komisch aus bei mir gerade hier, diese Konstruktion. Wo ist denn jetzt meine... Wo ist zur Hölle? Wo die Axt dann auch mehr verbraucht, wenn... Ja, genau, die wird das mehr verbraucht, was halt... Also alle Blöcke werden dann quasi hintereinander von dem Mod... Ich wollte gerade sagen, ich habe nicht keine Axt mehr, ich hatte mich gerade nicht gewundert. So, jetzt brauche ich nur noch ein Holz für die Decke. Und Leute, ja, ich habe diese schwarzen Steine extra ein tiefer gesetzt, damit man die noch sieht von innen. So, und jetzt kommt hier noch was drüber. So, Herr Verband. Da. Aber ich kann jetzt... Oh mein Gott. Okay. Ich habe mein Texturenpaket übrigens selber zusammengestellt, weil er noch aus verschiedenen Texturenpaketen sowas wie das Overlay im Pausenmenü. Aua. Mhm. Das habe ich mir aus einem Zusatz, aus einer angepassten Version von dem Texturenpaket genommen, weil das eigentlich ganz cool aussieht. Und ich wollte mir jetzt irgendein Holz aussuchen, was als Dach fungiert. Als Dach? Wobei, nein. Ich habe doch. Aber eine andere Idee für ein Dach. Dazu brauche ich aber die Öfen. Ich baue uns mal eben oben Öfen hin. Zum Befeuern der Öfen nehme ich jetzt nichts mit. Holzkohle, hast du gesagt. Ja, ich hätte rein theoretisch Holzkohle ganz viel, ja. Noch zu sortieren. Erstmal alles, was nur so einfach in meinem Inventar rumfliegt, was ich jetzt gerade nicht brauche. So. Holzkohle, ja. Ich kann aber auch einfach Holz nehmen. Das geht natürlich auch, natürlich. 1, 2, 3, 4. Dann brauche ich das eine nicht mitnehmen. Ich denke, ich brauche die aber. Das heißt... Wir haben einen kompletten Stack dann auch mit. Spruce wird... Ich könnte natürlich auch die Holzkohle nehmen, aber... 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal noch. Ja, perfekt. Ich hatte es geschlossen. Werde ich mich praktisch. Jetzt hier wahrscheinlich neben dran stehen lassen. Oh mein Gott, ich muss mein Zimmer ausleuchten noch, bevor die Folge zu Ende ist.
Ich habe sechs. Ich brauche 6 Öfen. So, 6 Öfen. Meine Güte, da hast du es aber gut vor. Ja, ich habe jetzt zumindest Materialien für zum Auffüllen von 6 Öfen hierbei. Und zack, zack. So. Und dann werde ich mir ein Ziegelsteindach bauen. Das ist so cool. Ja. Gibt es da auch verschiedene Farben für die Ziegelsteine? Nö, die sind einfach dann oder rot. Einfach nur das sind rot, einfach rote ja. Ziegelsteine. Ja, und dafür mache ich gerade Dings. Schmeiße ich gerade Clay, wie heißt Clay? Lehm. Lehm. Habe ich gerade in den Ofen gepackt und. Zwei und dahin. Gibt's mein? Nein, da nicht. Gibt's da nicht? Da gibt's das. Da. Dann da. Das sieht ganz sneaker aus. Klassisch, ah, da ist es. Wir sind da und da und da kommt ja nachher der Schrank rein. Und hier könnte ich eigentlich. Wieso? Ein J hinmalen. Ja, ein J. Ein J. Ein großes J. Ein JG. Oh mein Gott, wie schaffe ich mit 4 Höhe ein G? Okay, ich lasse es sein. Ich mach zu viel Mist gerade. Aber zu Ausleuchtungszwecken reicht das J erstmal. Da muss ich mir noch was überlegen. Aber das finde ich schon ganz schnieke. Leicht verwinkelt. Ich mag mein Zimmer. Und ich glaube, ich werde mich hier in so eine Ecke bauen, damit die Öfen weiter so ein bisschen ackern, währenddem die Folge gleich nicht mehr weitergeht. Wir werden gleich bei Chris damit, also Chris wird ein neues Texturenpaket kriegen gleich von mir und dann nehmen wir nachher noch eine Runde auf. Und ja, ich sag auf jeden Fall danke fürs Zuschauen bisher und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao, tschüss. Tschüss mit dir.